Und ich starte den Timer ein. Warte, ich setze mich noch hin. Drei. Wir könnten auch Randomizer mal eine Runde spielen. Wo siehst du das? Aber mein Bursa lebt nicht. Das siehst du, wenn du es machst. Okay. Drei. Ich geh mal weg. Warte. Ja. 3, 2, 1. Geht's, ja, ab geht's, Leute. Wir spielen jetzt, wie ihr schon wahrscheinlich denkt, Baubälle gegen den Niki. Ich hoffe, es geht euch wie immer gut. Und ab geht's. Ich werde wahrscheinlich der schlechteste von uns beiden sein, weil er Minecraft-Gott ist. Das Thema ist Unfall. Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ich bin so verwirrt, oh Gott! Ich baue so viel Mist. Sieht aus wie irgendeine verkackte Schildkröte. Ich habe jetzt schon 4 Minuten verballert, habe kaum was geschafft. Was bin ich denn für eine Enttäuschung? Was ist jetzt dein Problem? Alter, ich habe jetzt schon gefühlt verkackt. Ich habe schon 5 Minuten gleich vorbei und noch gar nichts Gutes geschafft. Alter, da brat mir doch einer eine Kanone. Alter. Kann mir jemand mal irgendwie einen Headshot verpassen? Okay, bauen werde ich schon mal nicht gut drin. Ha! 10 Minuten. Was machst du da? Hilfe, ich bin ein bisschen bekloppt. In der Birne. Nein! Ach, was ein Crap, Alter, nee. Bin ich denn so behindert? Nein. Boah, warte mal. Bye. 20 Minuten, wir bauen einen Unfall. Let's go. Und ich meine, welcher Unfall ist denn näher als ein klassischer Unfall, den man so kennt? Ne? Also, wir machen es simpel. Keine Ahnung, es gibt ja bestimmt ganz viele Sachen, Sinne, was man Unfall machen kann. Ich hätte auch einfach Pascals Gesicht bauen können. Den nur das Unfall halt so ein weit dehnbarer Begriff ist, dass ich absolut keine Ahnung habe, was ich genau machen soll. Und gönne ihnen sowas. Den können wir ja auch mal arbeiten, ne? Dann haben die auch mal eine Daseinsberechtigung. Ich bin halt so ein Profi hier in diesem Spiel. Aber ich habe wirklich absolut keine Ahnung, wo ich die herkriege. Das lief schon mal nicht wirklich nach Plan. So, dann haben wir allein die Umgebung schon mal fertig. Jetzt fehlt nur noch der Unfall. Ist eigentlich sehr obvious, was ich hier auf jeden Fall bauen will. Aber jetzt kommt der, ich würde sagen, schwere Part. An sich. Okay, das sieht absolut scheiße aus. Ich habe einfach absolut keine Ahnung, wie ich das am besten vernünftig baue. Aber ich glaube, man muss da einfach kreativ werden. Nehmen wir uns noch so eine andere Farbe. Naja, gut. Das ist jetzt nicht das jetzt, was ich haben wollte. Aber okay. So, dann machen wir jetzt mal was ganz Wildes. Ich bin einfach wieder der größte Dreck, den ich je in meinem Leben gebaut habe. Kann man nicht einfach irgendwelche Gebäude bauen, wo ich sage, hey,
ist doch klar, dass ich gewinne. Naja. Gewinn ist nicht alles, ne? Spaß zählt, sagt man ja generell in der Welt. Aber ich muss sagen, der Sieg ist an sich relevant. Obwohl, warum mache ich mir den Stress? Ich habe noch kaum, ich habe noch gar nicht so viel Zeit verbraucht. Obwohl, wir haben 20 Minuten, ne? Ja, guck mal, die Hälfte ist gerade mal rum. Wozu der Stress? Okay, absolut keine Ahnung. Das heißt, ich habe mich auf jeden Fall im Nachhinein mal üben, besser zu bauen. Und dann sagt er zu mir, er wird verlieren. Hat er meine Katastrophe noch nicht gesehen. Hier haben wir ein Gras hin. Dass es auch ein bisschen authentisch aussieht. Ja, genau. So was hier reinsetze. Boah, guck euch das an, das ist doch schon. Das passt. So, hier ist nichts drüber, ne? Über unsere Abgrenzung, die ich am Anfang klar gemacht habe, dass da auch nichts drüber geht. Das ist richtig. Und das wäre wild, wenn ich mich schon nicht an meine eigenen Regeln halten würde. Wenn man eine Sache einfach mal vergisst, dann ist alles aus. Hör, Verbindung getrennt. Ja gut, ne? Ich frage mich nur gerade, warum das Server ausgegangen ist. Ach, der restartet einfach nur, okay. Dann ist ja gut. Dann warten wir noch einen Moment. Pascal! Du kannst aber schon kommen. Na, ja, natürlich. Das heißt, ich neu starten. Einfach so, was weiß ich. Ist hier online. Guck weg. Ich will zuerst deins sehen. Das ist erst, wenn ich zuerst mal deins ablästere und dann meins kommt. Das ist Vergleich, ja. Ich schwör, guck weg. Sonst ist es scheiße. Na, wirklich weggucken. Dreh ich am besten komplett um. Was erwartet mich, der, wenn ich mich umdrehe? Schrott. Soll ich mich ganz langsam umdrehen? Ja. Ich sehe Feuer. Ja. Ein Autounfall. Stopp. Ich wollte irgendwie, ich wusste nicht. Halt, 20 Minuten. Ja, ich wusste nicht, was ich bauen soll. Ich war 5 Minuten lang am Grübeln, dann habe ich das und... Wollte sich die Geschichte doch umändern, weil ich... Wo ist die Geschichte? Da kommt ein Auto angefahren und der Steve denkt sich so, halt! Nein, ich dachte, er hätte Arme. Okay. Bei meiner Xbox gibt es noch Arme. Bei den Wichsern. Okay. Schönes Auto, ne? Wo sind die Reifen hier, ne? Einer fehlt, der eine ist weggebrannt. Soll ich dir einen hierher bauen? Ja. Bitte. Ja, okay. Das soll wahrscheinlich die Hightech-Tür sein vom Lamborghini. Die ja nach oben auffährt. Ja. Ich wollte eigentlich, dass das Auto innen drin brennt, dass es quasi explodiert mäßig. Aber dann dachte ich, es soll ja ein Unfall, es soll ja kein, wie soll man sagen, kritische Störung quasi. Alter, wie? Ich mach davon ein Screenshot, das ist raus, Thumbnail. Ja, ich würde sagen, vergleich mit mir, was habe ich denn wohl gebaut? Ein Autounfall, das ist richtig. Ich bin so scheiße. Möchten Sie meinen Autounfall sehen? Ja, gerne. So. Ein bisschen anders, aber ich habe auch schöne Umgebung gebaut und alles. Oh, fick dich, ja, komm, ich habe hier ein bisschen. Ein bisschen? Da ist sogar ein Typ drin. Hier ein bisschen. Feuer. Warum bist du denn so gut? Und hier noch so eine kleine Wohnhütte hier. Was bringen eigentlich die Köpfe? Einfach so Dekoration, dachte ich mir so. Guck, ich dachte mir einfach nur so. Ich wollte ja erst auch so eine chillige Straße bauen. Ja, habe ich auch gedacht. Ich dachte nur so, wie soll ich die Scheiße bauen? Ich krieg das doch eh nie hin. Ja, und ich wusste schon, hast du Wörter benutzt? Nee. Und ich wusste schon, dass ich keine Chance habe. Wie soll ich gegen dich? Das ist einfach ein cooler Vergleich, ne? Sind deine Kopfhörer da? Nein. Warum? Weil ich keine Farbe mehr ist. Ich höre, nein, keine Ahnung. So. Stopp. Gegen Dart. Das ist ein schönes Thumbnail. Ja, ne? Dann haben wir. Am Thumbnail Noob gegen Pro. Das hab ich schon bei Tilda gemacht. Können wir auch ruhig nochmal machen.
Ja, dann mache ich mal hier die Wand weg. So als Vergleich. Wir können gerne noch eins machen, kein Problem. Ey, was ist Randomizer eigentlich? Randomizer? Könnten wir auch machen. War Taylor besser als ich im Bauen? Locker, oder? Ihr seid beide auf einem Level. Ja, dann würde ich sagen, weißt du, was ich übrigens heute holen will? Controller. Was? Controller. Wofür? Dass ich hier mit Controller spiele. Du glaubst, das klappt so bei PC? Mit Kabel habe ich schon mal probiert bei meinem Vater. Ja, ihr klappt am PC, ne? Auch Minecraft, sicher, ne? Natürlich. Okay. Ich habe auch keine Ahnung. Ist egal, was für ein Controller, Hauptsache einer mit Kabel. Das stimmt nicht. Xbox-Controller. Muss ein Xbox-Controller? Hab ich noch einen. Von was für eine Xbox? Weiß ich doch nicht. Ja, auf jeden Fall, hier hast du den kompletten Vergleich von oben. Also bei meinem Vater hat der... Boah, ist aber ein Weltunterschied, oder? Ja. Bei meinem Vater hat der von der PS4 auch funktioniert. Also. Ja, okay. So, dann mache ich einmal kurz noch was Cooles. Dann kannst du dich noch kurz verabschieden und nett sein. Tschüss, Leute. Freunde, überleg mal, wie schlecht ich war und wie krass du. Ja, also, da kommt ein Weltunterschied raus. Was machst du da? Neues Feld. Achso. Was soll ich nicht? Doch, natürlich. Ja. Guck, was ich da für einen Scheiß gebaut habe. Ja, ne? Aber das mit dem Steve ist irgendwie schon funny. Ja. Stopp. Es geht ja um den Unterhaltungsfaktor, das ist ja der Unterschied, das ist ja der Unterhaltungsfaktor dahinter. Dass man den Vergleich am Ende hat. Ich war auch am überlegen, ob ich mir so eine richtig geile Straße und sowas baue, nur ich kenne mich mit so einer Scheiße nicht aus. Ja, deswegen machen wir das ja. Vielleicht? Kannst du ein anderes random Wort herausfinden? Über eine Seite deines Vertrauens? Über eine Seite... Ja? Meines Vertrauens. Ich habe keine Seite. Das ist mir egal, du sollst nur ein Wort rausfinden. Wo habe ich mein Handy schon wieder hingeschmissen? Dass du ein random Wort hast letztendlich. Aber ich habe festgestellt, dass lieber ein Begriff nehmen von etwas, was wie ein Gebäude ist. Ist viel Eisdiele. Besser. Ja, zum Beispiel. Ja, Eisdiele. Ja, aber ein random Begriff, das werde ich was anderes haben. Wo habe ich mein Handy schon wieder hingeschmissen? Ich habe es doch gerade gehabt, habe es hier irgendwo hingeschmissen. Was denn? Ich bin dumm. Okay. Schmeiß alles irgendwo hin, vergiss aber wo. Hab ich das hier reingepackt? Oh, hab's. Da. Heute haben wir eine kalte Mauer. Ja. Das ist eine kalte Mauer. Hey Google. Sag mir ein random Gebäude. Fick deine Mutter. La 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 la